Hallo zusammen, ich bin heute hier mit dem Christian Dunkel von der Schule, von der Emanuel-Kant-Schule in Rüsselsheim. Ja, und wir arbeiten schon ein bisschen zusammen an einem Projekt, das wir Programmieren.de nennen. Korrekt. Erzähl mal ein bisschen, was wir machen da. Ja, die Idee bei Programmieren.de ist im Grunde genommen, dass wir Module entwickeln, die Lehrern und Schülern helfen, autodidaktisch das Programmieren sich selbst beizubringen, die Grundzüge davon. Und ja, eigentlich wollen wir es ja versuchen, ganz Deutschland in Schulen einzuführen, weil das ja zurzeit nicht so gefördert wird. Mhm. Ja, und da arbeiten wir fleißig dran. In meinen Worten hätte ich jetzt gesagt, wir wollen, dass junge Menschen Programmieren lernen können an Schulen im Rahmen des Schulbetriebs, wobei das ja jetzt kein offizielles Fach ist, wie du gerade eben schon gesagt hast. Das heißt, wir versuchen sozusagen jetzt Sie als Lehrer oder euch als Schüler dazu zu bewegen, einer AG beizutreten oder eine zu gründen. Genau. Und da stellen sich ja ganz viele Fragen. Was soll ich denn da eigentlich machen als Lehrer? Wie finanziert man das? Wie kriegt man die Gesamtkonferenz davon überzeugt, so ein AG-Angebot überhaupt einzurichten, einen festen Raum überhaupt zu bekommen? Will ich das überhaupt machen? Ja, genau. Wie viel Arbeitszeit? Wie viel Arbeit? Und ich muss mal sagen, es geht von der Arbeit und die Dankbarkeit der Schüler ist einfach großartig. Mhm. Und bei uns in der Schule haben wir festgestellt, dass die Schüler sehr stark mitgeholfen haben, alles aufzubauen. Wie lange machst du das jetzt schon? Oder wie lange machen wir das zusammen? Wenn ich auf unsere Homepage gucke. Das sind zwei unterschiedliche Antworten, glaube ich. Ja? Also du machst es schon deutlich länger. Also ich mache es schon seit 3 Jahren, aber mit Robotern. Dir, ja genau, mit Robotern, aber mit dir jetzt zusammen 6 oder 7 Monate. Und die Anzahl der Schüler hat sich enorm vergrößert. Wir haben angefangen mit 15 und jetzt sind wir 126 Schüler. 126 Schüler? Und was machen die jetzt? Also ja, ganz einfach, in der 5. Klasse lernen sie erstmal IT-Grundlagen, Online-Grundlagen, Datenschutz. Dann fangen wir mit Code.org an, ne? Also die Logik, also... Wir nutzen da amerikanische Angebote. Ne? Also ja, genau. Amerika, ja, genau, die Plattform, Code.org. Code.org kann sich auch anschauen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie was gebaut hätten, was nur mit jetzt Cyber Media oder der Emanuel-Kant-Schule funktionieren würde, sondern versuchen was zu machen, was für ja, sozusagen jeden gangbar ist. Ne? Was für jeden nutzbar ist und was auch finanzierbar ist. Ne? Das ist ja ganz wichtig, weil die Schulen haben ja meistens nicht das Geld. Ne? Mhm. Und das haben wir eigentlich ja ganz gut geschafft. Dass wir wirklich Sachen gefunden haben, die gut funktionieren, die sehr kostengünstig sind, meistens sogar kostenlos sind. Code.org zum Beispiel kostet gar nichts. Und ferner kann man auch sagen, dass die Leute in Amerika sehr nett sind. Sie helfen, die digitalen Klassen einzurichten, die Statistiken zu erheben. Code Academy, sehr junge Leute, fantastisches Team, hilft uns auch dabei, hat auch jetzt angefangen, ab August ist das jetzt komplett für alle zugänglich. Ansonsten Roboter Matter, Robotic Virtual World ist eine Software, die kann sich jede Schule leisten mit die Lehrmittelfreiheit. Ja, und Lego, ne? Also, und natürlich unser Angebot, was wir noch gedacht haben. Letztendlich geht es darum, ich versuche Schüler an dieses Programmieren, Softwareentwicklung-Thema heranzuführen und du gibst mir als Lehrer jetzt Blueprints, irgendwelche Vorlagen, wo du sagst, guck mal, das könnt ihr machen. Das ist kostenfrei. Das funktioniert gut, das habe ich schon ausprobiert. Kann man dich auch ansprechen? Oder muss ich mit den Amerikanern die ganze Zeit sprechen? Also kurz gesagt, wir haben mit den amerikanischen Plattformen vor ein paar Wochen abgesprochen, dass wir im Grunde genommen sie hier in Deutschland eigentlich vertreten können, ansprechen können, Daten weitergeben können. Man kann sie auch direkt ansprechen, die sind sehr nett. Gleichzeitig haben wir aber auch viele Partner ja nicht gewonnen. Und auch sehr viele Stiftungen kennengelernt, haben Erfahrungen gesammelt, wo etwas da gefördert werden kann, wie Strukturen aufgebaut werden kann. Wir haben ein AG-Patenkonzept auch alle zusammen entwickelt. Wo Eltern quasi genau, also das haben wir mit Eltern zusammen entwickelt im Grunde genommen, das bei uns getestet. Dann haben wir auch noch andere Firmen ja angesprochen und Cyber Media hat uns geholfen, das mal zu testen, wie gut das ist. Wir nennen das School Economic Science Kooperationsverträge. Das sind eigentlich eher Vereinbarungen, eigentlich nicht feste Verbindungen, wo man denn zwischen Schule und einer Firma eine Verbindung schafft, um Sachen zu fördern, in unserem Sinne, als das Programmieren näher zu bringen. Bleiben wir nochmal bei der Zeit. Wie viel Zeit brauche ich denn als Lehrer, wenn ich jetzt sage, oh, der Dunkel hat 130 Schüler, offensichtlich gefällt das den Leuten. Ich könnte mir vorstellen, sowas auch zu machen. Mhm. Wie viel Zeit muss ich denn da investieren tatsächlich? Das kommt darauf an, wie man es aufzieht. Wir haben ungefähr 7 Module. Es kommt darauf an, welche Module man nimmt. Und ich schaffe das im Grunde genommen nach einer kurzen Einarbeitungsphase, eigentlich die Hauptmodule in normal 6 Schulstunden. Okay. Für die größere AG, was auch meine persönliche Leidenschaft ist, hat ja jeder sein anderes Steckenpferdchen, ne? Das ist eben die Roboterprogrammierung. Da haben wir ein größeres Projekt, das ist auch nochmal 6 Stunden dazu. Aber man kann sagen, es ist alles in den normalen Schulentwicklungsstunden. Also wenn wir in Hessen das jetzt mal so heißt, es Schulentwicklungsstunden oder normalen Wahlunterrichtsstunden angerechnet wird, es ist nichts kostenlos.
So dass man als Lehrer sagen kann, es ist eigentlich eine. Also man kann mit dem Schulleiter und der Schulkonferenz schon mal sprechen. Man kann aber, das kann ich auch sagen, also wir haben ja auf unserer Seite, werden wir auch diese Präsentation ja auch bald haben, wo das gezeigt wird, wie ich das in der Schule vorgestellt habe, also die Vorteile für die gesamte Schule, sodass auch die Geisteswissenschaftler, das kennen wir nachher, Leute auch sehen, dass es auch für die Geisteswissenschaftler einen Vorteil hat, das einzuführen. Okay, also Sie brauchen auf jeden Fall ein bisschen Zeit und wenn ich damit starte, dann hat die Schule mir ja noch keine Deputatsstunden zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich muss sicherlich auch mal ein bisschen Zeit investieren. Wir hoffen, dass Sie sich dafür interessieren. Trotzdem ist es so, dass ich das so verstehe, das ist jetzt nicht ein Vollzeitjob neben meinem normalen Lehrerjob, den ich da anwenden muss, sondern es ist schaffbar, da ein Angebot besonders zu etablieren. Man müsste jetzt berücksichtigen, was wir jetzt alles vorbereitet haben. Mhm. Also die Hauptarbeit war am Anfang, also die Grundidee erstmal zu entwerfen, die ganzen Formulare zu entwerfen. Und das haben wir ja gemacht. Und das kann ja jede Schule von uns übernehmen, auch verbessern. Das ist alles kostenfrei. Ja? Also wir verkaufen Ihnen hier nichts, sondern wir wollen Sie dazu motivieren, wie wir selbst auch Schülern diesen Zugang zu geben. Genau. Alles, was wir machen, ist kostenfrei. Es gibt keine Haken, keine Ösen. Sie müssen nicht uns zum Essen einladen oder irgendwelche anderen Gefälligkeiten machen. Das ist eine gemeinnützige Aktivität. Und auch alles, was der Christian jetzt über seine eigene Schule hinaus macht, macht er sozusagen in seiner Freizeit freiwillig. Insofern können Sie mit uns sprechen, wir helfen Ihnen gerne dabei. Das heißt die Zeit. Also man muss Zeit investieren, bis Ihre Schule Ihnen Stunden zur Verfügung stellt, müssen Sie vermutlich selber auch ein bisschen sich freiwillig auch engagieren. Jetzt nochmal zum Geld. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, uns anzusprechen, aber jetzt sind wir ja auch nur so ein kleines Unternehmen mit 80 Mitarbeitern. Du hast unheimlich viel große Unternehmen heute schon, die dich auch unterstützen und auch Stiftungen kennengelernt, die Gelder zur Verfügung stellen können. Kannst du, ich bin jetzt so ein Lehrer in der Schule, ich sage, jawohl, ich will das vorantreiben, aber uns fehlt es an Rechnern, an Material. Ich kann sozusagen jetzt gar nicht in einem Raum überhaupt 5 Schülern die Möglichkeit geben, sich das selbst zu erarbeiten. Also ich musste sagen, wir hatten auch kaum finanzielle Mittel am Anfang. Wir hatten noch nicht mal die neuesten Rechner und die haben wir von euch bekommen. Und dann haben wir das Schritt für Schritt aufgebaut. Die neuesten waren es nicht, aber sie reichen. Wir haben sie ausgemustert. Wir haben sie ausgemustert. Und dann haben wir einfach festgestellt, wir haben ja sehr große Sponsoren gehabt. Und dann haben wir aber auf einmal gesehen, wie man das alles noch kostengünstiger machen kann. Da geben wir gerne Tipps. Und wir haben eigentlich unser Konzept so weit entwickelt, dass man fast alles über die normalen Lehrmittelfreiheitsmöglichkeiten gestalten kann. Hardware, Rechner und sonstiges kriegt man meistens über ansässige Firmen. Genau, also wir haben einfach hier ausgesortiert. Also der Christian kam mit meinem Namen und sagte, hey, habt ihr nicht alte Rechner, die ihr nicht mehr braucht? Und das fiel tatsächlich zusammen mit unserer IT-Abteilung, die gesagt hat, wir haben hier gerade hier ein paar Rechner, will die irgendjemand haben? Und ein paar. Und dann die Grundfinanzierung, das ist nämlich das Interessante, das haben wir geschafft, diese Grundfinanzierung für gewisse Wettbewerbe oder für Ersatzteile schafft man über so ein AG-Patenprinzip. Von Eltern, wo Lehrer auch teilweise eintreten, wo ein Elternteil so 5 € im Jahr spendet. Das ist für die meistens überhaupt kein Problem. Die meisten mal sogar mehr spenden. Und dann hat man ein gewisses Grundkontingent über einen Förderverein und kann das so finanzieren. Das ist eine Möglichkeit, so machen wir es. Aber das werden wir auch alles näher erklären. Die Sachen sind bald alle online und da muss man einfach mal den Mut haben anzurufen und dann erklären wir es und helfen auch gerne beim Problem. Alles klar. Dann vielen Dank. Also man braucht ein bisschen Zeit, man braucht Lust darauf. Man braucht vielleicht auch ein bisschen Geld. Viele Schulen, ich weiß nicht, meine Frau ist auch Lehrerin, die haben da schon Rechner. Ne? Also ich brauche ja eigentlich nur einen Browser und einen Internetzugang. Das muss man wirklich auch mal berücksichtigen. Wir haben das Projekt eigentlich in der Stadt gestartet, die chronisch pleite war. Ja, okay. Ja, also man muss wirklich sagen, in Rüsselsheim, das sieht ihr in den Nachrichten, da war kein Geld zur Verfügung. Nichts. Ja. Und wir haben wirklich mit den wenigsten Mitteln, also wirklich ein Härtefall von einer Schule, eigentlich alles aufgebaut. Ja. So, dass man sagen kann, 70% der Schulen werden eigentlich gar nicht die Probleme haben, wie wir. Ja, also wenn Sie einen Raum haben, wo Sie mit ein paar Schülern aufs Internet mit einem Browser zugreifen können, dann haben Sie alles, was Sie brauchen, um loslegen zu können. Diejenigen, die noch nicht in dieser Situation sind, die können sich mit uns unterhalten und überlegen, wie man da hinkommen kann. Die schon so einen Computerraum haben oder bei meiner Frau sind irgendwie sogar sowas zum Ziehen, das kann die mir in den Klassenraum nehmen, also irgendwie so einen Wagen. Die sind quasi schon voll ausgestattet. Die brauchen jetzt nur noch Lust und Zeit. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, melden Sie sich bei mir, melden Sie sich bei Christian. Freuen wir uns sehr drauf und dann bis bald. Ja, bis bald.